Ich komme eigentlich so als Typ, so erstmal so mehr aus dem Punkrock. Und ich komme aus einem wirklich gesunden, und das meine ich jetzt gar nicht mal so übermäßig kokett, Dilettantismus. Hightech-Instrumente, nicht billig. Guten Stahlnägel. Und ein Hämmerchen. 10 cm Abstandshalter, ganz wichtig. Man braucht immer 10 cm Abstandshalter für irgendwas. Und einen Bleistift. Bleistift habe ich vergessen. Jetzt ist nicht so schlimm. Man kann auch mit einem Kuli anzeichnen. Einmal hier. Einmal da. Und zwei Nägel schon. So, die Dinger muss man nämlich so auswählen, dass sie sich nicht gegenseitig bekämpfen, sondern einigermaßen ergänzen. Oh, der ist ja schief und krumm. Hilfe, sag doch was. Oh. Wenn man meine Bilder sieht, dann sieht man natürlich schon ganz bestimmte Tiefenillusionen und ganz bestimmte klassische Merkmale, die auch Malerei schon immer hatte. Es ist immer eine Auseinandersetzung mit Malerei und mit mir selber und mit meiner Vorstellungswelt, die aber immer wieder zu revidieren ist auch. Die sich nie klar durchsetzt und ich definiere auch keine Idee vorher. Ich bin ja auch geprägt von bestimmten Sehnsüchten und von dem Ideal an Malerei vielleicht auch. Und die Aufhebung der Zweidimensionalität spielt natürlich immer eine Rolle, klar. Also ich bin da schon auch der klassischen Malerei so verbunden, ne? Also ich bin da nicht jemand, der diesen Aspekt der Illusion in der Malerei so ablehnt. Betttücher benutze ich, ne? Zum Einpacken. Weil die gehen am schnellsten. Puh, muss echt auf 2,30 hängen. Würdest du das, was du machst, als Landschaft bezeichnen? Ich bezeichne das eigentlich als gar nichts, aber natürlich bietet sich das an, solche landschaftlichen Bezüge herzustellen. Das ist ja klar. Wenn die Frage so gemeint war, ob ich mich als Landschaftsmaler bezeichnen würde, nein. Aber so, weil wenn ich das, was ich malen würde, als Landschaft bezeichnen würde, würde ja quasi die Frage weitergehen können, eventuell, dass ich dann Landschaftsmaler wäre, weiß ich nicht. Kann schon sein. Eigentlich, ich komme, das ist klassisch, ne? Entschuldigung, ich muss das wegdrücken. Jetzt sieht man, was für ein total altmodisches Telefon ich habe. Zeig mal die Kamera. Super, geiles. Damit könnte ich theoretisch in dieses Internet sogar gehen, aber ich weiß nicht wie. Ich benutze es zum Telefonieren halt und das irritiert die Menschen oft. 1,80 Meter Durchschnittsgröße, proportional die Wand im Maßstab. Und erst hänge ich dann das Große hin, um dann zu gucken, ob die Kleinen auch so schön, wie ich mir das ausgedacht habe, dahin passen oder ob das vor Ort vielleicht nicht so schön aussieht. Muss ich gleich gucken mit der Tür und so. Na? Wenn wir Luft haben, müssen wir noch ein bisschen nach rechts. Noch so 10 cm. Aber ich glaube, warte mal kurz. Ja, ist egal. Ja? Kommst du noch weit? Kannst du den anheben? Da gibt's doch nicht. Heb mal an. Ja, okay. Mhm. Reicht auch, wenn er an drei Nägeln hängt, weil der hier, siehst du, der war sowieso vom Placebo.
ich kann mir viel vorstellen, aber das zu malen, was ich mir vorstelle, das hat eigentlich nie geklappt. Also versuche ich immer eigentlich mir nichts vorzustellen und so lange zu drehen und zu wenden und zu kratzen und so, bis das Bild sich mir vorstellt. Ne? Ich probiere so lange aus, bis ein Dialog da ist. Ne? Also wie beim Gespräch halt auch. Aber das geht natürlich beim Malen besser als im Gespräch, weil beim Malen habe ich natürlich auch einen Gegenstand vor mir, eine Projektionsfläche, die bearbeitet werden will oder die auch Widerstand leistet. Und ich hatte ja, glaube ich, schon mal irgendwo auch geschrieben, dass ich da einen sehr, sehr, einen eher konfrontativen Stil für mich habe. Auch der wieder gegen mich selbst auch gerichtet ist dann. Denn wenn es nicht klappt, dann bin ich sauer und dann wird es etwas, wird es ein bisschen rau auch auf der Leinwand. Dann wird es eben ein bisschen zerstörerisch auch. Und das kriegt dann auch wieder zurück. Aber irgendwann wird es dann gut, wenn es dann so ein vorläufiges Endergebnis gibt. So. Ich mag die Bewegung. Ich gehe sehr körperlich mit Malerei um. Die Dinger werden ja nicht nur an der Wand bearbeitet. Die liegen auf dem Boden. Das darf nicht wahr sein. Ey. Das ist ein Klassiker, ne? Und der war jetzt nicht schlecht, ne? Ich hatte auch nie vor, in so kleinen Formaten zu arbeiten. Ich hatte aber mal von einer Freundin halt so einen kleinen Rahmen bekommen, den sie nicht brauchen konnte. Und sie meinte, ob sie den wegschmeißen soll oder ob ich den noch mal bespanne und was machen möchte. Und ich habe eigentlich gesagt, nee, das ist mir eigentlich zu klein. Habe es dann aber doch gemacht und fand es dann interessant und dachte mir, aber da müsste aber noch eins dazu. Und eins dazu habe ich dann gemacht und das war aber... Also zwei sind echt blöd und dann dachte ich, Triptychon ist klassisch, das ist ausgewogen, dann mache ich mal drei. Und das hat mir aber auch nicht gereicht und irgendwann wurde es dann ein bisschen wie Chips essen oder Brezel backen. Dann habe ich eine Reihe gemacht und dachte mir, Mensch, die Reihe müsste komplettiert werden, weil die Wand ist jetzt... Und dann habe ich mir angewöhnt, halt eben die Wände so zu bespielen und das ist halt auch für mich ein Memory-Spiel dann immer und das macht mir halt... ist so anstrengend zwar, ne? Aber es macht Spaß, wie viele Sachen im Leben. Ja... Das ist auch das erste Mal, dass ich so betreutes Hängen eigentlich hier so habe. Eigentlich bin ich immer ganz alleine. Das, was ich so in meinem Atelier mache, das mache ich tatsächlich gerne ganz alleine. Ich habe auch schon öfter mal Menschen gehabt, die gefragt haben, ob sie mal zugucken können. Nee, habe ich dann immer gesagt. Ich möchte einfach gar nicht, dass mir jemand dabei zuguckt, wenn ich da mit den Bildern hantiere, weil es eine sehr intime Sache letztlich dann ist, ne? Weil ich möchte auch nicht, weil ich fluche ja auch dabei und sage unanständige Sachen vielleicht mal. Es ist ja nicht so, dass ich sage, oh, da ist mir wieder was toll gelungen, schön, jetzt kommt die nächste Stelle an dem Bild, die wird bestimmt auch hübsch. Sondern im Gegenteil, es sind meist schwere Geburten, muss man sagen. Wir haben vorhin kurz mal das Wort Sehnsucht gehabt, wenn du dich irgendwo hinträumst, wohin träumst du dich dann? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das ist eine ganz schön harte, fiese Frage, finde ich. Wohin träume ich mich denn dann? Würde ich das überhaupt jemandem sagen wollen? Wäre das jugendfrei? Mm-mm. Ey, ich bin aus dem Ruhrgebiet. Wo soll ich mich hinträumen? Ich lebe den Traum. Ich glaube, ein gutes Ende, ne?